Okay, dann hast du mich jetzt mit auf dem Schirm. Genau. Das genau. reicht, das ist alles, was ich jetzt an diesem Fall, wenn es nicht klappt, überlebe ich es auch. Ich brauche es nicht zwangsläufig heute. Ja. Also. A few moments later. Mensch, jetzt Kinder, damit hab ich nicht gerechnet. Ich habe gerade noch gesagt, ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt mitfahre. Ist nicht so wichtig. Ich nehme alles zurück. So ein krasser Scheiß. Nicht für die Geschichte, die ich mache, deswegen ist okay. Wenn es passt, passt. Wenn nicht, dann nicht. Miep, miep. Hallo? Hallo. Echt eine gute Kamera. Ist eine hervorragende Kamera. Pass auf, wir können noch eben was anderes filmen. Läuft noch? Ja. Das ist nämlich eine coole Sache. Kommt einfach mal mit. Ihr seht das da hinten vielleicht, Porsche Turbo Charging, und da stehen 4 Taycans davor und man kann das schon lesen, 2,1 Megawatt auf Rädern. Das ist ziemlich cool. Das ist, glaube ich, so eine Art LKW, den sie gebastelt haben, weil sie das Problem haben, wenn sie sowas wie hier Fahrveranstaltungen, ich meine mal hier, könnt ihr gucken, da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porsche 911er, das sind Verbrenner, das ist gar kein Problem, wenn die leer sind, zapp, da könntest du im Prinzip mit dem Kanister arbeiten und den wieder auffüllen. Beim Elektroauto ist das nicht ganz so einfach und deswegen hat man bei Porsche, ich hatte die noch nie in echt gesehen, deswegen bin ich ein bisschen neugierig, ich weiß gar nicht, ob wir hier sein dürfen, aber das sind immer die besten Videos, wo sie im Prinzip in LKW-Anhänger riesige Batteriepacks reingesetzt haben und okay, pass auf, also dann kommt Film mal noch weiter, ich erzähle das gerade auf dem Weg hinten zu dem, jetzt ging es ja doch ganz schnell. Ja, wenn jemand nicht aufzufinden ist und von dem her, dann geht es. Perfekt, also komm, damit ich die Geschichte noch eben zu Ende führe, also ihr seht, eine riesige 4 oder mindestens 1, 2, ja 4 Porsche laden mindestens da dran, 2,1 Megawattstunden. Da kann man den Wagen, den Taycan, schon mal sehr, sehr häufig mit voll machen. Und es geht gar nicht so sehr jetzt nur um die Batteriekapazitätgröße, sondern auch darum, dass das 800 Volt sind. Und ich nehme die GoPro und fahre jetzt eine Runde beim Timo mit. Guck. Ah, Jörg, sorry. Timo zu Jörg sagt, dass ich mitmachen. If you flash me, I block you. Pass mal auf, da gib mir mal doch die Kamera eben. Hast du was dagegen, gefilmt zu werden? Oh, na klar, kein Problem. Pass mal auf, hast du was dagegen, dieses wundervolle Mikrofon? Oha, da war ich auch noch erzählen. Ja, das ist Kapazität bei dir dafür. Jetzt arbeite ich, jetzt artet das in Arbeit aus. Ja. Erzähl mal kurz, wer du bist. Warte ja. kurz. Ja. Erzähl mal bitte mal kurz, wer du bist und was du machst. Mein Name ist Jörg Bergmeister, bin jetzt seit 2 Jahren Porsche Markenbotschafter, auch sehr intensiv in der Entwicklung beteiligt und vorher viele Jahre Porsche Werksfahrer gewesen. Okay, und in welchem Wagen sitzen wir gerade ganz genau? Ja, im neuen GT4 RS, das absolute Spaßmobil. Und jetzt werden wir mal aufs Eis gehen und da ein bisschen Freude haben. Wenn es noch nicht reichen würde, dass der 718 RS schon Spaß macht, dann wird das Ganze jetzt noch mal quasi potenziert durch, ja, durch das Aufdeher. Genau. Schön so. Mit Spikes. Obwohl es normalerweise nicht das natürliche Habitat des Autos nee, ist. Das kann man wahrscheinlich so festhalten. Die Entwicklung war natürlich auf der Rennstrecke maßgeblich. Wobei für die Entwicklung auch trotzdem immer noch mal so Eisfahrten gemacht werden grundsätzlich. Absolut, ne? Ja. Und dann geht es bei dem Fahren auf Eis normalerweise eher um ESP oder um was geht es da? Ja, komplett Funktionalität, dass natürlich keine Probleme auftreten, wenn das Auto in Kundenhand ist. Ja. Also komplette Abdeckung. Wobei man ja wirklich sagen kann, funktionieren sollen die Autos natürlich auch und Spaß machen auch auf, ja, auf dem Eis und Schnee. Wunderbar, jetzt bin ich ja sehr, sehr gespannt. Oha. Ja, das wird großartig. Kein aber Druck, bitte. Kein Druck. Ne? Millionen von Leuten schauen zu. Ich meine, viraler Hit wäre natürlich, wir landen auf dem Dach. Nein, das haben wir heute nicht vor. Und wir beide hoffen, ja, wir auch. Auf jeden Fall. Der Krach, den der Wagen macht hier. Ja, oder? 4 Liter Sauger, 500 PS, ne, komplett natürlich beatmet, ja, und das. Die Airbox direkt hinter uns. Ja. Unglaublich!
dankbar, dass wir Spikes drauf haben, ganz ehrlich. Ich bin ja gerade auch eine Runde gefahren, deutlich langsamer. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist schon krass. Wagen dreht wahrscheinlich auch bis fast 9000 Umdrehungen ja, hoch, genau. Ne? 9000. Ja. Und RS heißt natürlich auch Dämmung raus. Alles was absolut. Gewicht macht, raus damit brauchen wir nicht. Leichtbau. Leichtbau. Emotion pur. Menschenskinder, damit hab ich nicht gerechnet. Ich habe gerade noch gesagt, ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt mitfahre. Ist nicht so wichtig. Ich nehme alles zurück. So ein krasser Scheiß. Oh, was für Geschwindigkeit wir hier auch fahren, das ist schon krass. Also, so, hervorragend. Ja, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, das war eine extrem eindrückliche Demonstration. Sehr schön. Sehr warum schön. Man sagt, dass der GT4 oder was der Jörg auch gerade sagte, der GT4 RS natürlich ein Spaßmobil ist. Ja. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Also alleine, aber die Soundkulisse der Sound ist, also der Sound ist wirklich. Das Auto einen anschreit, ja. Da kriegt man automatisch. Also da ist wirklich Gesicht. RS, da kannst du sagen, RS Rennsport ist hier definitiv pur. Programm. Ne? Also man sieht es auch hier auf den hinterm Jörg auf der Kopfstütze, hier noch mit dem Weißach-Paket zusätzlich mit drin. Ihr seht das da hinten, die Heckfenster im 718 haben sie rausgerissen und da die Zuluft für den Motor hier irgendwie besser hinzubekommen. Ne? Habe genau. Ich doch richtig erzählt, ne? Absolut. Absolut. Menschenskinder, was ein Geschoss. Mensch, also Jörg, aber das hörst du wahrscheinlich von jedem, der hier den Spruch. Ja. Du weißt, was ich sagen will. Was, ja. Was möchte ich sagen? Dass das Auto beeindruckend ist. Das auch und dass du einen extrem geilen Job hast, wenn ich das mal ja, so sagen darf. Ich möchte mich nicht beklagen. Das kann ich verstehen. Okay. Hör mal, Jörg, danke. Dann erstmal vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Aber sehr, sehr der Fistbump, okay. Der Corona-Fistbump, sorry, sonst sind die Leute wieder am Ausrasten. Hör mal, Dankeschön, viel Spaß danke, und ja, gute Fahrt. Ne? Danke, danke. Bis später. Die Aufnahme, komm mal mit. Mega! Boah! Menschenskinder! Eigentlich wollte ich ja über den Porsche Turbo Charging erzählen, aber wir haben jetzt gerade die Möglichkeit gehabt, eine Runde hier eben im 718 GT 4 RS mitzufahren. Mit jemand, der weiß, was er macht, mit Spikes drauf. Und ja, ich denke, das Ganze hat für sich selbst gesprochen. Was wirklich krass ist, das, was ich euch gerade im Video versucht habe zu sagen, Weißach-Paket, der hat jetzt hier, wo sonst die Heckscheiben wären, haben sie rausgerissen und haben gesagt, der Wagen braucht, der Motor braucht Luft. Kriegen wir sie her, wir nehmen die hinten die Heckscheiben raus und machen da die Zuluft rein. Ansonsten hier auch der Heckspoiler hinten mit diesem Swan-Neck-Design. Ganz, ganz interessant, weil man sagt, okay, die Luft unten, unterhalb des Heckspoilers, das ist die wichtige. Deswegen muss die möglichst wenig Verwirbelungen erzeugen. Und deswegen, jetzt haben sie den Heckspoiler hier oben aufgehangen und krasse Geschichte. Ihr habt das drin bestimmt gerade gehört, was der Wagen laut ist, was der einen Klang hat mit den Hochdrehen bis 9000 Umdrehungen. Das ist schon ganz schön beeindruckend und das war zwar gar nicht die Geschichte, aber ich denke, war trotzdem cool, dass wir es gemacht haben, oder? Yes, nee, Verena, war das krass. Nein, ich habe das, Verena, da drin siehst du, wenn du da, läuft noch? Da drin siehst du nichts mehr von dem, was... Also ich habe noch versucht, die Kamera irgendwie zu halten. Der fährt mit dreimal, viermal so schnell, wie ich gefahren bin, ab. Du kriegst da gar nichts mit, was da passiert.